eine Titantasse, Titanbecher. Seit kurzem gehört auch sie zu meiner Ausrüstung. Die Vorteile von dieser Tasse. Also die fast, es wird angegeben 750 Milliliter. Leider 750 Milliliter passen nur rein, wenn du das Rand voll machst. Im Großen und Ganzen ist es dann unmöglich, irgendwas zu kochen, weil es einfach physikalisch nicht möglich ist. 500 Milliliter nach der Skala passen super rein und damit kannst du auch 500 Milliliter Wasser kochen. Es wird auch gerne als Topf präsentiert. Als Topf für mich ist es zu klein. Also Wasser kochen, um ein Instant-Nudel zuzubereiten oder eine Fertignahrung aus Outdoor-Bereich, das ist natürlich jederzeit möglich. Diese Tasse besitzt auch ein praktischer Isolierbeutel, der passt perfekt, hat einen Reißverschluss und natürlich kann man auch das über Feuer aufhängen. Was noch bei dieser Tasse gut ist, die hat auch im Isolierbeutel auch ein Haltegriff. Damit kannst du euch auch halten, wenn du da Kaffee, Suppe oder einfach heißes Wasser reinbringst. Noch ein Vorteil, genau von der Größe, dass King Canteen Edelstahl mit 1,40 Watts oder 1182 Milliliter perfekt reinpasst. So kannst du diese Tasse oder King Canteen Flasche rüberstülpen. Und es wird natürlich dann nicht so viel Platz in deinem Rucksack wegnehmen. Ein weiteres praktisches Feature ist, dass bei dem Deckel, der übrigens sehr genau reinpasst, Deckel lässt sich arretieren. Und zwar, das ist wichtig, wenn es schon auf eine Feuerstelle, auf Spirituskocher oder auf einem Gaskocher steht, dass du es auch mit einem Stock oder Messer oder Gabel einfach reingehen kannst und abheben. Weil wenn es zugeklappt ist, ist es dann schwierig ihn rauszuholen. Aber er ist arretierbar, bleibt stehen und deswegen ist es praktisch. Ich packe es so zusammen. Zuerst der Deckel weg, weil meine Flasche muss ja auch noch rein. Deckel kommt so nach unten, dann kommt die Tasse selber. Und dann die Flasche. Und fertig ist es. Bereit für Rucksack, für neue Tour. Die gehört in eine Seitentasche von meinem Rucksack, da wird sie auch verstaut. Passt perfekt rein. Und da bleibt noch Platz für einen Flachmann und für einen Feuerfilter mit einem Isolierdeckel. So, zuzuziehen.